Servus Freunde und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Let's Play Need for Speed Payback. Ja, wir sind hier vor der Garage, drum zoomen wir die gleich mal auf. Einerseits ist dann unser Audi wieder schön, andererseits brauchen wir jetzt wieder unser Drift-Auto, welches wir erstmal ordentlich tunen dürfen. Oder wir machen mit Offroad weiter. Offroad wäre natürlich auch geil. Wie weit ist unser Drift eigentlich? Der ist aktuell bei Stufe 161. Da würde ich sagen, wir wählen den mal aus und fahren dann mal zur Garage und tunen den mal ein bisschen. Zum Tuner so. Wir brauchen nämlich mindestens Stufe 200, damit dass wir da bei dem Event bestehen können. Wo haben wir den Tuner da in der Nähe vom Rennen, damit dass wir nicht allzu weit fahren müssen? Hier haben wir ihn. Dort werden wir jetzt noch die Karre wunderbar auftunen und dann fahren wir hier das Rennen. Tuning Shop. So. Gut, wirklich was dabei ist hier nirgendwo. Schauen wir mal, was wir bei Getriebe kriegen. Bringt mir eine Stufe 3 Getriebe. Schicke ich dann lieber in die Garage. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Driftwagen. Wo haben wir nämlich einen Driftshop? Wo ist der Driftshop? Noch irgendwo ein Shop. Ah ja, genau, das ist in der Stadt. Aha. Gut, dann reisen wir dort mal mit der Schnellreise hin, denn wir brauchen ein Auto, was auch dementsprechend ein hohes Level hat. Und ja, da muss leider unser BRZ weg. Er hat uns gute Dienste in der ersten Meisterschaft bereitet, das definitiv. Aber jetzt ist er halt leider zu schwach. Vielleicht könnt ihr einen Mustang nehmen. Mustang zum Querfahren wäre natürlich geil. Komm, wir bauen uns eine Corvette zum Driften auf. Die ist eh schon relativ hoch angesiedelt mit 236. Jetzt würde ich noch sagen, noch in eine Garage, damit dass wir den Wagen auch dementsprechend so hinkriegen, wie wir ihn gerne hätten. Jetzt müssen wir nämlich mal anfangs nichts tun, das ist ja auch ein Vorteil. Der Drift King ist in der Stadt. Ja, das bin ich, Leute, das bin ich. Ich bin der Drift King. So, Optik-Tuning. Ja, Lüftungsschütze sieht natürlich gleich viel böser aus. Wird sowas zumachen. Das sieht doch böse aus, das nehmen wir. Das gefällt mir. Fetten Splitter unten dran, wir sind natürlich hier bei den Driftern. Die hier. Achso, da sind ja nochmal Einlässe auf der Seite. Gut, verstehe schon. Macht den Wagen ein bisschen breiter. Ist für den Driften sicher auch nicht schlecht. Kommt eine dunkle Optik. Passt auch gut. Heckstoßstange. Kann man sowas nehmen? Von Ghost? Wir nehmen das, da sieht der Wagen gleich viel breiter aus. Wo ist da der Unterschied? Auch wenn es ein Drifter ist, aber die eine Frittendecke ist einfach zu groß. Ich glaube, die sind original und ich glaube, die tröten ordentlich. Nehmen wir die einfach mal. Optisch sind sie zwar jetzt nicht ganz so der Knaller, aber gut, das sind Kleinigkeiten. Scheinwerfer schwärzen wir mal. Dann würde ich sagen, Lackierung und Folie. Wir schauen mal, was hier so in der Bibliothek rumgammelt.
Okay, wir haben schon wieder keine Verbindung. Es wird aber auch irgendwie drauf passen. Komm, wir lassen den Steinmann bei hier. Mit einer Corvette driften. Ich glaube, Andi wird mir jetzt gerade den Vogel zeigen, wenn er das hier sieht. So, wir gehen jetzt hier zur ersten Driftmeisterschaft. Wir haben jetzt ein Auto, was wirklich stark genug ist. Da brauchen wir uns jetzt wegen Leistung keine Sorgen mehr machen. Was ist hier denn jetzt passiert? Schauen, ob wir den irgendwie überhaupt zum Driften kriegen hier. Ich glaube, das könnte klappen. Nehmen wir gleich mit, sind auch wieder ein paar Credits. Kann man eigentlich die Autos noch umändern? Weiß das jemand von euch? Neues Bomb. Ich fordere euch heraus hier, ihr fährt mit Mustang und Co., ich fahre mit Corvette. Wir leben in Kurven und Bewegungen. Wir wandeln auf dem schmalen Grat zwischen Leben und Tod, Traktion und Abflug. Ich bin Aki Kimura, der Drift King. Willkommen bei Noisebomb. Gut, sein Auto, was er auch gewählt hat, ist sicher nicht schlecht zum Driften hier. Aber ich will einfach hier mit dem mal probieren. Mal schauen, wir sehen hier, was bei rumkommt. Sean McAllister, man hört viel über dich. Es heißt, du bist scharf auf meine Krone. Ich will nicht deine Krone, Kimura. Ich will deinen Rekord brechen. Wir pulverisieren Rekorde im ganzen Land. Denkst du, du kannst uns Platz 1 in Fortune Valley streitig machen? Ja. Ihr lebt den amerikanischen Traum, hä? Huh? Cool, aber in Fortune Valley stelle ich die Rekorde auf. Wir sind noch in Amerika. Drifte 500 Meter ohne Unterbrechung. Gut, das probieren wir mal. Dieser Run heißt Whipsnake Loop. Dann zeig mal, was du drauf hast. Sieh zu und lern. Gut. Man erzählt sich, du würdest Offroad fahren. Ich stehe drauf, Dreck aufzuwühlen. Du wirst nie zu Noisebomb passen. Gibt's einen Kratzer? Hammer! Der Anfang sieht gut aus, Mac. Weiter so. Brich euren Rekord, ja, wie manche euch die Rippen brechen. Okay, nee, das passt jetzt nicht so gut. Sehr gut, sehr gut! Überraschend. Wenn das überraschend war, wirst du bald richtig verblüfft sein. Du hast dich bereits für die nächste Prüfung bewiesen. Jetzt geht es nur noch um Style. Style? Das ist das Zauberwort. Sieh zu und lerne. Stammst du aus London? Ich war vor einigen Jahren dort. Silver Rock ist jetzt mein Zuhause. Was auch passiert. Du wolltest eine zweite Chance. Geht's da hoch nochmal, oder wie? Na ja, ich warte noch drauf. Da
nicht, dass du unseren Rekord im Whip Snake Loop schlagen kannst. Aber ich lag wohl falsch. Naja, in Zukunft weißt du es besser. Ja, gut so. Und schauen wir mal, was da noch so drin ist. Der Noise-Bomb-Rekord ist geknackt. Gut gemacht. Das ist eigentlich zweimal geknackt von den Punkten her. Boom, ein Punkt für Fortune Valley. Ja, das war auf jeden Fall eine gute Leistung hier. 500 Meter am Stück haben wir nicht geschafft. Gut, damit kann ich leben. Oh geil, wir verbessern gleich nochmal unsere Corvette hier. Sehr gut. Hammerrennen 1. Dann folgt noch Nummer 2. Nur wo? Gute Arbeit im Whipsnake Loop. Aha, ich hab den Rekord pulverisiert. Als nächstes kommt der Bridge Run. Zeig mir, dass du nicht nur Glück hattest. So, wir springen mal runter zur Werkstatt, weil da sind wir ein bisschen schneller dann oben. Das Haus beschafft die ultimative Schwarzmarkt-Deck. Hoppala, bin ich jetzt auf Parkplatz gefahren. Dürfte sich ausgehen, dass ich die Brücke erwische, oder? Gerade so hier. Halleluja. Gut, die Driftzone werden wir, glaube ich, nochmal fahren müssen. Habe ich es geschafft? Nein, habe ich nicht. Nicht bei einem Stern. Gehen wir gleich nochmal rückwärts an. Brauchen wir 2 Sterne. Jetzt habe ich 24.000 nur. Dann mal versuchen wir es noch. Mist. Ah, ist nicht so ganz mein Run hier.
Zumindest nicht mit dem Auto. Gut, wir fahren einfach mal weiter. Wir fahren jetzt noch die Drift Challenge hier, die eine. Und dann passt das schon soweit. Haben wir die Drift Challenge? Alter, ist das eine Straße da hoch? Der Tag ist halb rum. Ist das jetzt gut oder schlecht? Bridge Run. Schauen wir mal, wie der Ganze so ist. Bräuchten wir, 240 haben wir. Mit der Corvette dürfte die 190 Sachen kein Problem sein. Zeig mir deine Kunst, McAllister. Nenn mich ruhig Vincent van Gogh. Es geht los. Die Linie halten. Ups. Mach schon. Oh, die Corvette geht eigentlich gar nicht mehr weg zum Drücken. Das ist nur der Anfang. So, und das haben wir bravourös bestanden hier. Eine würdige Vorstellung, Mac. km/h haben wir sogar geschafft. Das heißt 11.400 Credits dazu und eine Speedkarte. Schauen wir mal. Turbo Stufe 10, das ist natürlich auch wieder eine Verbesserung. Haben wir jetzt Stufe 248. Bridge Run Missionserfolg haben wir erledigt. Dann würde ich sagen, das nächste Mal geht es hier weiter mit der nächsten Mission. Ich bin jetzt an dieser Stelle raus, verabschiede mich, sage tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.